Wir wurden alarmiert zu einem Gefahrgutunfall in einem Labor der Hochschule Osnabrück. Ist ein Behälter mit einer chemischen Flüssigkeit leckgeschlagen und die Flüssigkeit hat sich auf dem Boden verteilt. Und wir sind mit einem Trupp unter einem Chemikalienschutzanzug dort vorgegangen, haben die Flüssigkeit aufgenommen und in einen Behälter gesichert. Es war in einem Laborbereich ein Kunststoffbehälter, der beschädigt war. Unsere Aufgabe hier vor Ort war es, den leckgeschlagenen Behälter zu sichern und in einen Überbehälter zu stellen, die ausgelaufene Flüssigkeit zu binden. Es war nicht ganz klar, um was für eine Flüssigkeit es sich handelt. Es ist ein chemisches Labor, aus dem auch gewisse chemische Gefahren hervorgehen. Und aus diesem Grunde haben wir die höchste Schutzstufe gewählt und sind mit Chemikalienschutzanzügen vorgegangen. Vor Ort war der Löschzug der Berufsfeuerwehr mit noch zwei weiteren Sonderfahrzeugen. Ja, der Raum bleibt zunächst mal bis morgen abgesperrt. Es haben sich keine Personen hier in dem Bereich befunden und es ist niemand verletzt worden.